Hallo, ich bin der Florian und das ist der Peter und wir beide sind Uso Bayou und kommen aus Nürnberg und das ist nicht Bayern, sondern Franken. Ja, wir sind heute, wie gesagt, in Berlin, in diesem neuen Saal, wie ich gehört habe, schöne Akustik. Und das hängt natürlich auch zusammen mit unserem Album, was im Februar diesen Jahres rausgekommen ist bei K7. Und ja, wir haben halt gedacht, weil es jetzt auch alle machen, jetzt spielen wir halt auch mal live nach über 10 Jahren. Was heute zu erwarten ist, ist auf jeden Fall ein großer Teil von unserem aktuellen Album, das wir spielen, weil wir eben unsere Sängerin dabei haben aus London, also vom Album Grains. Aber wir spielen auch von unserem ersten Album Sutter, als auch von unserem zweiten Album Das My Broom. Zwei Stücke, also es wird schon so ein bunter Blumenstrauß aus diesen letzten drei Alben. Dürfte musikalisch auch relativ abwechslungsreich werden. Meine Leute, Mikaton live! Mikaton aus Berlin und haben unser neues Programm vorgestellt und wir schlagen gerade so ein bisschen eine neue Richtung ein, musikalisch, die sich erstreckt von Soul-Anleihen bis zu deepen Pop-Arrangements. Deepen Pop-Arrangements. Wir spielen schon ganz schön lange miteinander, nämlich schon seit 1999. Aber jetzt haben wir ein ganz neues Programm und das haben wir gerade aufgenommen und es kommt hoffentlich nächstes Jahr raus. Wie das Konzert war? Geil! Ja, super. Ja, hat also total Spaß gemacht. Ja, wir haben schon länger jetzt nicht mehr live gespielt und das war echt ein super Abend für uns. Also das Astra ist echt ein total schöner Laden. Wir sind auch echt froh, dass es so voll war. For Mulatu Astatke and the Heliocentrics. Mulatu Astatke, a music composer, arranger and a performer. Now this is my second time in Berlin. I really love it so much. Really a fantastic and a great audience.
I really like to thank them so much, and I hope to be back again. Thank you so much. We're going to do my old classic, another one. It's called Nathaniel. Thank you.